Leute, was geht? Mein Name ist JudoGamescom auf der PlayStation 3. Heute gibt es ein neues Real-Life-Video und heute wird es aber wirklich mal Zeit, über ein Thema zu reden, was mich wirklich zurzeit ankotzt, wie krank der Mensch wirklich sein muss. Es ist halt ein Video, was 3 Minuten dauern wird. Heute rede ich mal über Conchita Wurst, die Eurovision Song Contest Gewinnerin. Wow, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du gewonnen hast. Super, finde ich geil. Endlich wird mal ein Zeichen für Toleranz gesetzt, für Homosexuelle, für Transvestiten. Das ist ein gutes Zeichen. Aber was ich im Internet lese, was ich auf YouTube lese, das macht mich sprachlos. Das macht mich wirklich sprachlos. Entschuldigung, dass ich jetzt so ausflippe. Dass sie sich erschießen soll, dass sie eine Missgeburt ist. Totaler Quatsch. Was soll das? Ihr geht auf Äußerlichkeiten? Alter, wie krank muss die Menschheit sein? Jedes dritte Kommentar, und ich habe das wirklich mal durchgescrollt, ich dachte erst, das wäre ein Witz oder so. Jedes dritte Kommentar, unterste Gürtellinie, Menschenrechtsverletzungen, Homosexuellverletzungen. Das kann nicht sein. Jedes dritte Kommentar. Ich habe tausende Kommentare durchgeguckt. Es war wirklich jedes dritte Kommentar hasserfüllt. Aufruf zum Mord. Das kann nicht sein. Das muss ich auch mal ein Zeichen setzen. Jetzt muss ich habe auch 1000 Abonnenten, jetzt setze ich mal ein Zeichen. Leute, jeder, der Homosexuelle verurteilt, jeder, der Transvestiten verurteilt, jeder, der Lesben verurteilt, jeder, der irgendwelche Religion verurteilt, der sollte sich in eine dunkle Ecke hocken und sollte da verfaulen. Entschuldigung, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist rassistisch, das ist menschenverachtend, das darf nicht sein. Solche Leute, die können in den Knast. Ihr solltet euch wirklich schämen. Ihr solltet euch wirklich schämen und solltet wirklich ein Loch suchen und in die dunkle Ecke gehen. Weil solche Menschen braucht Deutschland nicht. Solche Menschen braucht die Welt nicht. Jeder, der so einen Kommentar schreibt, der gehört in meinen Augen irgendwie bestraft. Meldet diese Kommentare sofort. Also ich melde die sofort. Und hoffe natürlich, dass die... Boah, widerlich. Widerliches Pack. Wie seht ihr das? Wie steht ihr zu Conchita Wurst? Es ist eine Frau, eine Transvestite, ein Mann, die sich kleidet wie eine Frau und einen Bart hat. Ist sie jetzt ein Verbrecher oder was? Wo leben wir denn hier? Die NPD-Zeit, die NSDAP-Zeit ist vorbei. Mein Gott. Man sollte sich freuen. Man sollte sich sagen, gut, wir sind ein Toleranzpunkt erreicht. Und jetzt kommen noch diese russischen Politiker, die sagen, lieber Diktator... Weißrussische Politiker sagt, lieber Diktator als schwul. Fick dich! Krank! Entschuldigung, dass ich jetzt so ausflippe, aber das kann nicht sein. Leute, Menschenrechte sind sehr, sehr wichtig. Und das wollte ich sagen. Conchita Wurst, du bist die Beste.